Moin Leute, heute gibt es mal wieder was aus der Technik-Ecke. Sigma gewinnt ja meiner Meinung nach noch den Preis für die höchste Objektiv-Release-Quote des Jahres. Und deshalb gibt es heute auch wieder ein Sigma-Objektiv, und zwar ein 14 mm Blende 1.4. Ja, und ihr könnt euch schon denken, das ist sicherlich schon ein sehr spezielles Objektiv, eine spezielle Brennweite. Und aus dem Grund habe ich meinen Kumpel Robert dazu geholt, denn Robert fotografiert sehr gerne mit 14 mm. Und deshalb müssen wir nachher mal so ein bisschen philosophieren, was das überhaupt soll und was man mit so einem Teil überhaupt anfangen kann. Aber ich würde sagen, als erstes drücke ich Robert mal das Objektiv in die Hand, denn ich mag das ja ganz gerne, so die ersten Eindrücke mitzubekommen, was jemand zu so einem neuen Objektiv sagt. Wow, was für ein Klopper. Das ist schon ein ganz schönes Ding, ne? Ja, wir können ja nachher mal den Kilopreis Glas ausrechnen. Ja, also vom Gewicht her schon ordentlich. Für eine Festbrennweite 14 mm. Sigma-typisch auf jeden Fall vom ersten Eindruck von der Verarbeitung her total solide und schick. Ne? Ich mag das, dass das so ein bisschen matt gehalten ist. Das hat was. Ich sehe hier vorne schon so einen riesen Objektivdeckel. Ich gehe davon aus, dass ich ihn so bediene. Du bist ja ein Spielverderber. Ich habe den nicht abbekommen im ersten Moment. Ja, gut. Aber ich habe auch nicht richtig hingeguckt. Also, das sieht halt total spacey aus, wie so ein kleines UFO. Was ist das für ein riesen Objektivdeckel? Ich finde, allein der Objektivdeckel hat ein Review für sich verdient. Verrückt. Denn guck mal, was da drin ist. 1, 2. Ich habe keine Ahnung, warum da eine 1 oder 2 drin steht. Weißt du, was das ist? Nee, noch überhaupt nicht. Aber ich gehe davon aus, dass man das irgendwie... Oh, da geht was. Man kann das... Ist das die Geschichte... Oh, was ist das denn? Ich dachte gerade, das seien die Klemmen, aber die sind hier. Also wir haben eine 1 und eine 2. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das sind Filterhalter. Du kannst das Objektiv hinten auf der Rückseite mit Folienfiltern bestücken. Ja, okay. Soll ich dir mal den Deckel abnehmen? Ja, gerne. Das so mal hinten. Okay, hier kann man also Filter reinbauen. Ah, so kleine Reinlegefilter, die man hier dann direkt einbringt. Ja, genau, weil bei diesen Objektiven vorne mit der fetten, gewölbten Frontlinse ist es ja extrem schwierig mit Filtern. Gibt zwar Adapterlösungen dafür, aber... Ja, du hast dann immer den Aufbau des Filters, und du brauchst vor allem auch 15 cm Filter, damit es auch im Weitwinkelbereich ausreicht. Ne? Und die sind auch wirklich sehr, sehr teuer. Ja, ja. Aber finde ich schon ganz smart gemacht, ne? Hier oben, das kann ich mir noch selbst erklären, Autofokus, Manuellfokus. Ja. Dann geht es weiter, ein Funktionsbutton. Genau, AFL, AF-Lock-Button, kann man auch bei einigen Kameras programmieren. Also wir haben es ja jetzt hier für L-Mount, und ich weiß zum Beispiel bei der Panasonic S5 II kannst du die Buttons normalerweise auch programmieren. Ja. Dann haben wir hier unten noch einen Lockschalter, den musst du mir erklären. Was das ist ein AF-Lockschalter. Das heißt, du kannst den Autofokus locken. Also wenn du jetzt zum Beispiel manuell fokussiert hast, zum Beispiel in der Astrofotografie oder so, dann kannst du den da locken und kannst ihn nicht mehr versehentlich durch Drehen am Objektivring, am Fokusring verstellen. Verstellen, okay. Na, finde ich schon sehr cool. Und dann haben wir hier noch einen, ich mach mal die bisschen runter. Da können wir den Klick ein- und ausschalten, weil das Objektiv hat ja so einen schicken Blendenring. Ja. Na, also kannst du die Blende manuell einstellen. Hört man jetzt vom Ton her nicht. Jetzt ist er auch off. Aber genau, ja, dann ist stufenlos und dann hast du den Klick. Oh, dieses Feedback ist super. Super, ne? Das ist wirklich gut. Das macht Spaß. Ja. Das fühlt sich toll an. Oh, geil. Wie bei den alten Objektiven, ne? Ja. Und schau mal, die Stativschelle. Also ich meine, das ist so fett, dass es eine eigene Stativschelle hat. Für 14 mm. Das ist geil, ne? Schon fett, ja. Aber die kannst du abnehmen. Ja. Komplett rausdrehen oder nee, nur? Nee, du kannst sie komplett abnehmen. Also das ist wie so ein Bajonettverschluss. Nee, die hat eine Stelle, da kannst du es, da kriegst du es, genau. Gefunden. Und dann ist in der Verpackung noch ein Ring bei ohne Schelle. Okay. Habe ich natürlich zu Hause liegen lassen. Ja. Also wer jetzt keine Stativschelle braucht, der macht dann quasi diesen, ich nenne ihn mal Blindring da drauf. Ja. Und dann hat dann halt keine Stativschelle. Was haben wir hier noch? Auch noch ein Schalter. Ohne Beschriftung. Du erwischt mich eiskalt gerade. Gut, das steht mit Sicherheit in der Bedienungsanleitung. Ja. Ja, also, das macht echt was her. Sigma-typisch, hätte ich gesagt.
Ist ja auch aus der Art-Serie, ne? Ja. Genau. So, muss erstmal in die richtige Position wieder. Immer wenn ich die verstellt habe, muss ich die auch exakt auf die Striche einstellen, ne? Kannst du auch nicht ohne? Nee, das muss... Das geht gar nicht, ne? Wenn so ein Strich so einen halben Millimeter verrutscht ist, ich kriege einen Anfall. Das muss wirklich hundertprozentig auf dem Strich sein, sonst geht das nicht. Gar nicht. Also sonst ist der innere Monk, kann ich nicht schlafen. Richtig, richtig. Ich das weiß. Aber bevor wir ein paar Fotos machen, wir sind ja hier extra auf der alten Harburger Elbbrücke. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Ich bin gespannt. Oder worüber wir mal schnacken müssen, wir haben es ja eben schon angedeutet. Wo liegt der Anwendungsfall von so einem Objektiv? Was macht man damit? Ja. 14 mm 1,4. Also 14 ist ja wirklich, also ich sag mal, ich muss aufpassen, wenn ich hier stehe, dass ich meine Füße nicht drauf habe. Ne? Aber wenn ich jetzt hier einfach mal so ins Blaue rein fotografiere, dann, ich habe hier vorne irgendwie, habe ich halt schon den Boden mit drauf. Ne? Also ist schon echt abgefahren. Also 14 mm ist schon echt krass. Und es Alter, ich habe dich ja extra als Adjutanten dazu geholt, weil ich genau weiß, dass du ja das 14 bis 30 mm hast von Nikon. Genau. Und du liebst das ja. Absolut. Deshalb mal die Sinnfrage, Robert, was macht man damit? Oder also, was machst du damit? Ja, was mache ich damit oder auch andere? Also es ist wirklich verrückt, das mag ich vorweg schicken. Viele Objektive 16, 35 oder so weiter, ist ja auch eine gängige Größe, die man kennt. Und diese 2 mm nach unten, von 16 zu 14, das macht in der Architekturfotografie unglaublich viel aus. Und man hat einfach den Vorteil, so nutze ich es zumindest, dass wenn du Architektur relativ nah fotografierst, weil du einfach von den örtlichen Gegebenheiten nicht weiter die Distanz halten kannst, dass du mit 14 mm so viel Fleisch im Bild hast, dass du später natürlich auch noch stürzen kannst, also entgegen der stürzenden Linien arbeiten kannst, um es einfach gerade symmetrisch auszurichten. Aber hast du nicht immer das Problem, dass du eigentlich viel zu tief bist? Also gerade hohe Gebäude, da fotografierst du doch immer bergauf. Und ich finde, dann hat man so krasse stürzende Linien, dass das Korrigieren auch so ein bisschen komisch aussieht. Kommt natürlich ganz drauf an. Wenn ich hier in Hamburg am Rathaus bin, hast du den großen Rathausturm. Wenn du den dann aufrichtest, dann hast du natürlich eine leichte Verzerrung auch in der Uhr und so weiter. Leicht ist... Also es ist aber so, also man muss überlegen, wie das Bild auf dem Bild wirkt. Das ist dann so, dass du es feststellen kannst, aber das gesamte Gebäude abgelichtet zu haben, hat von der Bildwirkung her so viel, dass ich das vernachlässige. Es gibt aber auch andere Gebäude, wo das jetzt nicht so relevant ist, wo man sich sagt, komm, da kann ich mit leben oder sie sind halt nicht so groß, sondern einfach nur sehr breit oder so. Und dann geht es tatsächlich. Ich persönlich fand ja extremes Weitwinkel halt auf dem Containerschiff immer sehr hilfreich, weil zurückgehen ist da meistens keine Option. Ja. Ich habe dieses eine Bild, was du aus dem Frachtraum gemacht hast. Das ist ja auch super weit. Das ist mit 15 mm gemacht. Ja, gut, das geht ja in die Richtung. Beispiel, aber du hast ne? einfach, du nimmst, wenn du in diesem Ultraweitwinkelbereich bist, kannst du einfach die Dimension so toll in Szene setzen. Ja. Auch wie hier bei der Brücke, wenn du einfach ziemlich weitwinklig bist und diese großen Stahlträger hast, das wirkt in der Tiefe einfach komplett anders, als wenn du hier mit 24 rangehst. Ja. Also 14 mm oder sehr, sehr weitwinklig, absolut toll, macht Spaß damit zu arbeiten. Aber Blende 1,4? Brauchst du jetzt in dem Bereich der Architekturfotografie nicht wirklich. Ne? Also das ist nicht der Use Case, den man da benötigt. Aber 1,4, da kannst du sicherlich viel mehr zu sagen, weil das ist ja nun dein Bereich. Es ist ja, wenn der 1 vorne nicht steht, dann ist es ja kein geeignetes Objektiv für dich. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Ich sage ja immer, die 1 muss stehen vorne. Ich bin ein extremer Freund von lichtstarken Objektiven. Jetzt ist 14 mm natürlich nichts, wo man jetzt sagt, okay, das ist dann schön mit Bokeh und so. Aber nichtsdestotrotz darfst du natürlich hier gerne mal das Porträt testen. Also das ist so krass. Ich weiß nicht, ob das auf der Videokamera jetzt rüberkommt, aber ich berühre jetzt fast die Videokamera. Ja. Also wir sind jetzt hier wirklich so auf Tuchfühlung und ich habe so viel drin. Und wie ist die Naheinstellgrenze? Ich glaube, die liegt so bei 30 cm. Schon unangenehm, ne? Ja. Das ist also, weniger für Street-Photography geeignet. Ja, also im Bereich Porträt ist es sicherlich eher so eine Fun- und Effektlinse. Ja. Nee, ich glaube ganz einfach, dass die 1,4 in erster Linie auf solche Dinge wie Astrofotografie abzielt. Ja. Ich habe ja schon das 20 mm 1,4 vor einigen Monaten getestet. Letztes Jahr war das sogar. Und da hatte ich wirklich die Möglichkeit, auf dem Truppenübungsplatz in der Senne Sterne zu fotografieren. Und optimale Bedingungen. Und das muss man einfach sagen, wer halt sowas macht, Sterne, Astro, Milchstraße und so weiter, der mag natürlich erstmal viel Weitwinkel.
Und der Markt natürlich auch eine hohe Lichtstärke, klar, um einfach ISO-mäßig nicht an die Grenzen zu gehen. Weil jeder, der sich damit beschäftigt, der weiß ja, dass irgendwann ab 20, 30 Sekunden die Erdrotation einsetzt. Und man kann ja nicht beliebig lange belichten, um Milchstraße zu fotografieren. Ich weiß ja, dass du großer Freund von Pfützen bist. Pfützen sind super. Ist das nicht das ideale Pfützenobjektiv? Absolut. Gerade mit 14 mm kann man da natürlich den Vordergrund super gut in Szene setzen und auch die kleinsten Pfützen tatsächlich nutzen, um Spiegelung aufzunehmen. Ja. Warte einfach hier. Es dauert einen kleinen Moment. Ich komme gleich wieder. Ja, dann warten wir einfach mal. Das Wasser ist nicht tief genug und die Gummistiefel sind zu kurz. Bestes, frisches Elbwasser. Wirklich verrückt. Das Problem ist jetzt, wo kippe ich das hin? Ja, da muss man jetzt schon die passende Stelle finden. Du kennst doch bestimmt auf der Brücke eine Stelle, wo sich das Wasser sammelt, oder? Ja, absolut, tatsächlich. Schau mal da vorne. Wie hätte direkt, es anders sein können? Direkt bei der Dehnungsfuge. Ja, aber dann kippe ich ja alles in die Fuge oder davor. Du musst es ein bisschen davor machen. Da ist so eine leichte hier? Senke. Hier? Ja, genau. Da? Das fließt alles ab. Ach, das ist doch schon gut. Wenn nicht, dann versuch's hier vorne. Das ist alles weg. Ist doch Blödsinn. Ja, das ist doch 14 mm? Guck mal hier, so ein, das ist doch gemacht für eine Pfütze. Reicht das? Ja, das reicht. Ja, also sagen wir mal, die Pfütze ist schon so ein bisschen schwach, aber man kann es ganz gut, also es ist ganz gut angedeutet. Ah, der alte Mann mit seiner... War gut gemeint, er hat sich stets bemüht, die Pfütze hat nicht so richtig mitgespielt. Aber wir haben ja ein paar Bilder auch von Robert, die wir eingeblendet haben. Ganz einfach deshalb, damit ihr mal eine Idee bekommt, was man so mit 14 mm anstellen kann. Denn ich bin schon der Meinung, dass das ein tolles Objektiv ist, gerade von den Werten. Es ist ein sehr extremes Objektiv, 14 mm, Blende 1,4. Aber auf der anderen Seite muss man in diesem Fall, glaube ich, schon genau wissen, wofür man es haben möchte. Denn eins ist das Objektiv sicherlich nicht ein Taschenreise, habe ich immer dabei, Objektiv. Ja, und deshalb kommen wir jetzt auch schon langsam zum Fazit der ganzen Geschichte. Zum Fazit gehört auch immer der Preis dazu. Das Objektiv wird 1.600 € kosten, ist ab Ende Juni 2023 dann im Handel verfügbar. Ich finde, es ist technisch absolut top. Ich habe jetzt, das wisst ihr, nicht nach so Kleinigkeiten gesucht wie chromatische Aberrationen und so. Ich habe bei den Fotos, die ich gemacht habe, jetzt keine besonders krasse Vignette festgestellt. Ich habe jetzt auch nicht eine total krasse Verzeichnung festgestellt, sofern man das sagen kann, weil bei 14 mm hast du natürlich zu den Rändern immer ja, ein Verziehen des Bildes, sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht irgendwie, dass es übermäßig krumm ist oder so. Ansonsten finde ich es halt total cool, dass Sigma sich immer wieder neue Sachen einfallen lässt. Angefangen bei dem Filterhalter hinten drin, den hatten wir ja auch schon bei dem 20 mm 1,4. Aber dann halt auch sowas wie einfach mal Innovationskraft
in einen Objektivdeckel zu stecken. Also überhaupt, dass der nicht runterfällt, weil das kennt jeder von Objektivdeckeln, die man einfach so vorne drauf steckt. Irgendwann leiern die gerne aus und fallen von alleine ab. Und dann natürlich hier auch so ein Filterhalter drin. Also ganz ehrlich, das ist, ja, finde ich einfach klasse. Und da sieht man halt auch, dass die sich ordentlich Gedanken machen. Also insgesamt technisch einwandfrei. Ob es jetzt preislich für euch in Frage kommt, ja, das muss letztendlich jeder selber entscheiden. Ich denke, wer da wirklich so in den Bereich Astro geht, für den könnte es mit Sicherheit etwas sein. Fällt dir dazu noch was ein? Nein.